Der Chef des russischen Energieriesen Gazprom betonte beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, dass Russland mit Blick auf die Drosselung von Gaslieferungen nach Europa seine eigenen Spielregeln aufstellt. Unser Produkt, unsere Regeln. Wir spielen nicht nach Regeln, die wir nicht aufgestellt haben. Der Chef des russischen Staatskonzerns machte auch deutlich, dass er die derzeitige Energiekrise dem Westen zuschreibt. Wir beobachten Schocks bei den Gaspreisen und eine extrem hohe Volatilität auf den Rohstoffmärkten mit zugleich einer sehr hohen Inflation. Aber dies hat nicht erst gestern und heute begonnen und dafür müssen wir uns ganz herzlich bei den ausländischen, insbesondere den europäischen Regulierungsbehörden bedanken. Anfang der Woche hatte Gazprom erneut die tägliche Höchstmenge von Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt auf rund 40% der Maximalleistung. Grund seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch westliche Sanktionen, so Russland. Europäische Politiker vermuten hingegen eine politische Entscheidung. Die Europäische Union hatte Anfang Juni das 6. Sanktionspaket gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine verabschiedet. Darunter auch ein Importstopp für russisches Öl bis Jahresende.